Ascending into the Yellow Onion Bar, Scary Girl needs to make her way to Chihuahua's Den to confront him on his atrocities. Und damit herzlich willkommen zurück bei Scary Girl. Und bam, schon sind wir wieder in einer neuen Location. Chihuahua's Bar. Ah, guckt euch das an, das sieht einfach alles so cool aus. Hinten dieser riesige Bartender. Eine Schlange, eine Kobra-Schlange, die hier zuguckt. Und ich kann tatsächlich in beide Richtungen laufen diesmal. Das allererste Mal. Ich bin immer sonst, wenn ihr das mitbekommen habt, einmal kurz nach hinten gelaufen, weil ich denke immer, ah, die verstecken da bestimmt irgendwas Interessantes. Und hier ist es nicht so. Interessant. Oben diese ganzen Seepferdchen, Kugelfische und was weiß ich in den Lampions drin. Also Kreativität muss man dem Creator hier wirklich zugestehen. Auch wenn jetzt hin und wieder macht geil hinten die Band. Cool. Einfach nur cool. So. Ey. Geschäft. Hervorragend. Dann werden wir uns noch mal ein paar neue Sachen kaufen. Wir haben 1373 Maulfranken. Entfesselt gemeingefährliche Ranken, die Gegner in die Luft schleudern. Gekauft ist das. Da braucht man mich gar nicht zu überzeugen. So. Was haben wir denn noch? Ach so, ja, diese... das habe ich noch gar nicht gemacht. Schnell durchs Wasser schwimmen, das habe ich noch gar nicht gemacht. Da muss ich mal dran denken. Noch weiter durch die Luft fliegen, das ist auch nicht uninteressant. Die Feder. Das muss ich mal unbedingt... bedenken. Was haben wir denn hier noch? Ach was. Ihr Scary-Meter, schneller auf. Ja, das sind ja wirklich Sachen, da muss ich echt mal dran denken. So, jetzt mache ich das doch direkt mal. Hier rechts sieht man das. Die Feder, der Haken, der Fisch. So, mal gucken. Wollen wir mal ausprobieren. Ich bin jetzt hier. Und fliege in die Richtung. So weit komme ich da. Jetzt den Haken nehmen. Ja, so einen halben Meter ist das schon mehr. Weiß aber nicht, ob der dich beim Angriff dann wieder weniger Schaden macht. Kommen wir hier lang? Crazy. Das ist ein total verrücktes Level hier. Huhu! Wieso kann ich euch jetzt nicht angreifen? Da waren die verdammten. Wuhu! Ich glaube, es ist immer so gut, eine Front nur zu haben. Da kamen die Tentakel raus. Sehr cool. Boah, Alter, die sind ja total fies hier. Vor allem haben die eine größere Reichweite als ich. So, jetzt pass auf. Ich muss sie tatsächlich mit dem... Hier, so. Nein, ich habe ihn weggemacht. Oh, nice. Ich habe sogar ein zusätzliches Leben bekommen. Fische bräuchte ich jetzt doch nochmal. Oh, hier darf ich nicht mehr weitergehen. Aber cool, da haben sie mal ein richtig Hidden Level hier reingebaut. Da geht sogar noch weiter. Ah, komm schon, ich möchte... Nein, wieso explodierst du denn jetzt? Ich wollte dich doch ausquetschen. Hier kann man drauf. Boah, hier gibt es hier richtig viele Secrets. Komme ich denn hier vielleicht mit der Feder wieder weiter? Wenn ich Feder ausrüsten. Kann ich da höher fliegen? Ein bisschen, ne? Na komm schon. Ah, oh, damn it. Na gut, egal. So. Boah, ich habe nicht mehr viel. Und da sind schon wieder verdammte Verbrecher. Damn it. Ich wusste es.
Aber das mache ich jetzt trotzdem nochmal. Huch, bin ich schon wieder hier. Bei denen weiß ich noch nicht so richtig, wie ich dagegen ankommen soll. Was die richtige Taktik dagegen ist. So, meine lieben Freunde. Also, die aufzunehmen und gegen sich selber zu kämpfen. Oh, hahaha. So, jetzt aber. Jetzt wird mal schön Pflaumenmus gemacht. Der hat ganze vier Fische gegeben. Das hängt immer davon ab, wie viel Leben die Gegner noch haben. Je mehr Leben die haben, desto mehr Fische geben die auch. Diese Tentakel sind ja schon auch cool. Jongliere! So. Lecker Fischli. Gibt's echt viele Diamanten jetzt. Das war knapp. Alter, hier, das Level, das ist ja total abgefahren. Ich bin noch nicht, hab noch nicht mal angefangen mit dem eigentlichen Level, habe ich das Gefühl. Habe schon eine Axt geflogen. Frechheit. Das ist eine junge Dame, Vivian! Nein! Der Ehrgeiz ist gepackt. Ich will das jetzt schaffen. Und natürlich das Let's Play künstlich hinauszögern. Guckt euch mal den Hippie hier an. Den habe ich ja beim ersten Mal gar nicht gesehen, der im Vordergrund ist. Crazy, was hat denn der in der Hand? Ein Totenkopf? Hier ist zum Glück schon alles tot. Oh, hier ist ja auch noch einer. Ich will den haben. Verdammt. Wir werden wieder nicht die Auszeichnung bekommen. Puh. Erinnert mich so ein bisschen wegen der, weiß ich, Diversität an Leuten, die hier... Oh Mann, was soll denn das jetzt? Erinnert mich das so ein bisschen an die Taverne bei Star Wars, wo auch so viele verrückte Figuren rumspringen. Auch wenn das natürlich Science Fiction ist und nicht so Kinderbuch-Fantasy. Ha! Hab ich ihn doch bekommen. Krieg die zwei auch noch. Ich glaube, ich weiß sogar, wie ich die zwei kriegen würde. Aha, siehst du mal. So. Jetzt bitte will ich hier drauf und dann einfach nur so rüber. Na, vielleicht kriegen wir sie doch noch, die Auszeichnung. So. Fabulös gelöst, würde ich mal sagen. So, hier geht's weiter. Ich komme weiter nach oben. Checkpoint. Nachher muss ich gar nicht nach unten weiter, sondern nach oben weiter. Kann das sein? Geil. Volles Leben, fast. Nein, nein. Gott sei Dank. Also wenn ich jetzt nochmal runterfall, ganz runter, dann schaue ich auch nochmal in die andere Richtung. Eigentlich müsste ich das so und so machen, ne? Wenn ich jetzt immer weiter nach oben gehe. Komm, dann machen wir mal. Ich schaue mal nach unten auch nochmal in die andere Richtung. Da wird ja bestimmt auch noch irgendwas sein. Hier haben wir nämlich angefangen. Oh. Na gut. Dann, ich dachte, da geht's weiter, Mensch. Das kann doch keiner ahnen.
Hup, schrapp, schrapp. Wuhu! Nee, aber gefällt mir wirklich. Sehr gut. Ich glaube auch echt, dass es sich ziemlich cool für ein Kinderbuch. Also für ein Kinderbuch sogar. Also der will ja einen Film draus machen, aber auch für ein Buch könnte sich das ganz gut. Könnte ich mir das ganz gut vorstellen hier, dass die ganze Thematik. Na, kommt der. Nochmal ausgequetscht und ich glaube, ich habe volles Leben so, ne? Oh je, Mini. Boah, hier muss man echt aufpassen, dass man nicht gegenstößt. Puh. Da bin ich gerade nochmal hochgekommen. Die brauche ich gar nicht einzusammeln, denn ich habe volles Leben. Nix da! Jonglierungskünste der Scary Girls. Zack, alle weg. Auch ziemlich viel Leben verloren. Aber ich lebe noch. Das ist das Wichtigste und nein! Nein! Oh. Ich wusste doch. Gestorben bin ich ja schon mal, insofern ist es jetzt nicht mehr so schlimm. Jetzt versuche ich wenigstens noch alle Diamanten zu finden. Aber das ist natürlich schon fies hier, dass man so weit runterfällt. Nein, 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 ich kann auch nicht nach oben fliegen. Verdammte Axt nochmal. Ich glaube, ich muss der Band mal eine Münze hinwerfen. Einen Diamanten. Die bemühen sich immer so, dass hier gute Stimmung herrscht. Aber wenn man die ganze Zeit runterfällt. So. Level 1. Ich weiß gar nicht, auf welcher Ebene wir eigentlich waren gerade. Waren wir schon auf Level 3? Ich glaube ja. So. Das hier war Level 2. Hier ist also sogar mal ein Speicherpunkt gewesen. Das heißt also, wenn ich sterbe, muss ich auch gar nicht von ganz unten anfangen. Nur wenn ich halt runterfall. Nein, 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 nein. Oh, das gibt's doch nicht. Ich könnte kotzen. Okay, ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen. Und versucht das mal in einem Ding durchzuziehen hier. Man darf halt, muss immer aufpassen mit diesen verdammten Lampions, die über einem sind. Die bringen einen immer von der eigentlichen, vom rechten Weg ab sozusagen. Aber es ist gut, dass ich diese Feder jetzt habe. Ohne die wäre das hier, glaube ich, alles noch ein bisschen schwerer. Juhu. Lampions haben echt eine kleine Fläche, um da aufzukommen. Muss ich ja mal gestehen. Großer Lampion. Diamanten! Ja, ich weiß, ich muss da lang. Gott, meine Hände sind schon wieder ganz schwitzig vor aller lauter Aufregung. Oh Gott, und jetzt muss ich hier doch nochmal. Das ist das letzte Mal, dass ich überhaupt Diamanten einsammeln muss. Wenn ich das richtig sehe, ist hier gleich Ende vom Level. Und das will ich jetzt auch noch haben. Yes. Guckt euch das an! Irgendwas passiert hier gleich. If Scarigo wants answers from the trader Chihuahua, she will first be required to
defeat his mighty guards in combat. Na toll. So, warte mal, ich muss erstmal den Haken aussuchen. Mal die, diese, wie war das denn nochmal? Oh. Mal beeilen! Mir geht's nicht gut. Oh Gott. Ey, wieso da jetzt nochmal? Das ist voll unfair. Tja, das war's dann wohl. Ich muss aber meine Specials noch irgendwie so ein bisschen besser trainieren hier. Erstmal gehe ich hier auf den Haken wieder zurück. So. Haha, nix da. Aua. Weiß nicht, wie ich dem ausweichen soll. Oh, das macht ihm gar keinen Schaden richtig. Alter! Halbes Leben noch. Niemals. Never ever werde ich das schaffen. Die springen viel zu schnell. Wer kommt denn auf die Idee, so ein kleines Mädchen gegen so zwei Bulldozer kämpfen zu lassen? So, einmal versuch's noch. Und dann... Dem muss ich eher so entweichen mit dem B. No. Was? Was machst du denn jetzt für einen anderen Move hier? Kommt hier einfach nicht gegen die an. Kommt auch nicht hoch genug. Damn it! So, liebe Freunde, hier ist mal Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich das versuche, gegen diese Monster hier zu bestehen. Bis dahin. Tschüss.